Guten Tag aus bekannter Umgebung. Spanien ruft zum Rennen auf und die Weltmeisterschaft ist immer noch offen. Die Fahrer des heutigen Grand Prix müssen sich den Tücken der Strecke stellen. Etwas mehr als 700 Meter nach der Startposition bekommen es die Fahrer mit einer rutschigen ersten Kurve 1 zu tun. Die erste von insgesamt 16 Kurven auf dieser 4,65 Kilometer langen Strecke. Die lange, weite Kurve 3 und die Kurve 9, eine bergige rechts, können unter den richtigen Bedingungen mit Vollgas genommen werden. Allerdings glaube ich nicht, dass wir das heute bei diesem Wetter zu sehen bekommen werden. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Aufstellung der Fahrer nach einem aufregenden Qualifying von gestern zu werfen. Dank einer unglaublichen Runde im gestrigen Qualifying startet Lewis Hamilton von der Pole Position. Und daneben auf P2 steht Sebastian Vettel. Und in der restlichen Startaufstellung von heute haben wir Richter, Sainz Junior, Pierre Gasly und Perez. Magnussen, Verstappen, Bottas und Antonio Giovinazzi. Leclerc, Ricciardo, Devin Butler und Hülkenberg. Raikkonen, Albon, Lukas Weber, er hat eine Gridstrafe erhalten. Und George Russell, Stroll und Lando Norris startet aus der hintersten Reihe. Die Lichter gehen bald aus, also schalten wir zur Strecke. You're lower on the grid than we wanted. See to it that we improve throughout the race. Jo, da sind wir wieder. Rennen Nummer 5. Und dann schauen wir mal, ob wir das Ding hier wieder tatsächlich noch gewinnen können. Los geht's. Okay, go through all the gears if you can. Make sure the engagement is okay before the start. We're going to want to put some temperature into the tires and brakes. We need to keep the engine cool though, so don't go too high with the revs. Ich hätte noch ein bisschen mehr riskieren sollen im Qualifying tatsächlich. Dreihundertstel fehlten dann am Ende doch. Zur Führung und zur Spitze. Ich hätte wieder einen dritten Satz ballern können müssen. Naja. Hätte wäre wenn. Hat sich leider nicht geklappt, nicht ganz geklappt. Obwohl da schon das Auto noch im Weg tatsächlich. Das könnte auch der Grund gewesen sein, warum wir da nur eine zu viel Zeit liegen gelassen haben, dass es die Pole gekostet hat. Aber ja, man hat tatsächlich doch die nächste Chance, den nächsten Doppelsieg zu holen. Aber wie gesagt, das wird alles anders einfach werden. Das müssen wir jetzt mal schaffen, nach vorne zu kommen. Diese 37 Punkte in zwei Rennen. Das wird nicht einfach werden. Da müssen wir schon tatsächlich Erster und Dritter werden. Um diese Teamvorgabe zu erreichen. Naja, gut. Keep an eye on the lights. The start sequence will begin as soon as the grid is formed. Be ready with the clutch. So, wann alle Positionen sind. Da hinten ist nämlich noch ein Haas, der da irgendwie sich noch reinstellen möchte in die Position. Gut weggekommen. Köln hat natürlich keine Position verloren, aber auch nichts gewonnen. Sainz möchte natürlich noch im Rennen was zeigen. Und überholt uns.
Ja, das war ein leichtes Wegrutschen. Oh, der. Ja, der McLaren ist vorbei. Ja, super, ey. Finde ich alle auch noch super. So, der Angriff. Da ist er sehr früh auf die Bremse gegangen. Da hat, glaube ich, ein Ferrari geopfert. Das war noch die Kanapsi, ich bin voll rausgekommen aus Gras. Ja, war gut. Hat er gut gemacht, auf jeden Fall, dieses Wohlmanöver. Wir haben eine Position gegen ihn verloren. Vierter momentan nur. Aber wir wollen natürlich jetzt den Angriff setzen, wieder uns den Podiumsplatz zurückholen. Und wieder vorbei. Alter, das kann doch nicht sein, dass es dann immer an dem McLaren noch nicht vorbeigehen kann. Die Hilfe vom DS wird es nicht geben. Und Dankeschön für den Abschuss. Im Zweifel schießt du den noch weg. Der macht sich so breit, dass ich nicht vorbeikomme. Wieder diese Ecke und wieder nicht. Und damit verliere ich sogar noch eine Position. Ist doch zum Kotzen gerade. Keine Chance. P5. So. So, Zeit vorbei, Vettel. Ja, der McLaren, der geht. Der fährt, wird richtig. Hat sich uns beide mittlerweile geholt. Plötzlich irgendwie mit dem Teamkollegen aneinander geraten. Und jetzt sind wir zumindest wieder dran. Der, mit dem habe ich jetzt weniger Probleme gehabt als mit den anderen beiden. Ja. Aber den McLaren hier vorne, den zu knacken, das wird eine harte Nuss werden. Definitiv im Rennen. Ich denke, wenn ich hier vorbeikomme, kann ich völlig schnell wieder nach vorne kommen. So, Bestzeit. Klar, 17 Runden, das ist nicht ohne.
Und da es wahrscheinlich keine Boxenstops gibt, müssen wir nicht aufpassen. Ja, ich muss an dem Auto hier vorne irgendwie vorbeikommen. Hier jetzt sowieso nicht. Das muss ich versuchen. Vernünftig durch die letzten Kurven zu kommen Richtung letzte Schikane. Ich muss das Auto da vorne knacken, damit ich den Permit davon eingefangen bekomme. Und leider haben wir die Tür sehr weit aufgelassen, damit bin ich vorbei. So, und jetzt muss ich den Mercedes da vorne einfangen. Irgendwie noch. Machen wir noch eine Bestzeit. Das haben wir auch noch mit dem letzten Sektor. Muss ich jetzt ein bisschen sputen? Klar, es sind 12 Runden noch. Gefühlt sind wir schneller. Aber auch nur gefühlt. Wir müssen erstmal da rankommen. Das wird ein hartes Stück Arbeit genug werden, um da auch noch vorbeizukommen dann am Ende noch. Der schnellste Sektor. Na, ich pack den mir noch. Ich pack mir den noch. Das Rennen gewinne ich. Das geht in euch zu dieser Zeit gern. Ist es auch? Nee, aber ich werde noch keine Reifen holen. So, holen wir was. Mal ein bisschen auf Angriffsmodus gehen. Ah, wieder zu viel gewollt. Das hat dicke Zeit gekostet. Wenn weniger was in Konzentration ist, vielleicht versucht ihr jetzt wieder anzukommen. Rückstand 1,8 war der erst eben bei der Zeitmessung. Die ist jetzt nochmal deutlich geringer. Also kommt da ran an das Auto wieder. Aber da vorbei, das ist eine andere Ausnahme. Elf Runden noch. Aber es war eine gute Sekunde gut gemacht. Den holen wir uns. Nicht hier, definitiv nicht. Ich meine, dran bin ich ja wieder. Aber erstmal vorbeizukommen.
Hier ist es definitiv zu riskant. Das könnte statt Ziel werden oder das könnte eine letzte Schikane werden, vielleicht das ausbremsen. Aber. Oder lässt du mir die Lücke hier zu sehr offen? Jetzt habe ich ihn. Wir gehen als erstes mal in Runde 7 in Führung. Jetzt versuchen wir, da will ich mich absetzen. Ja, der Begann war schlecht. Zwischendurch haben wir wirklich seine Position verloren. Nochmal eine Position verloren durch einen blöden Fehler. Aber jetzt sind wir vorne. Jetzt heißt es, das Auto irgendwie abzuschütteln in den letzten 9 Runden. Ja, die Frage ist, ob wir wechseln müssen. Da wenn wir wechseln und die anderen nicht, dann verlieren wir richtig Position. Ich guck mal gleich, was die machen. Ich muss gucken, was die Konkurrenz mal sagt. Okay, geht wechseln, dann gehen wechseln wir nämlich auch. Wenn nicht, dann bleiben wir draußen. Hamilton bleibt auf jeden Fall draußen. Aber eine neue Bestzeit. 1:32,9, das erste Mal. Vorsprung 1,9 Sekunden. Wir haben noch 8 Runden. Wo sind die Kollegen? Sind in der Box, oder? Nee, Box ist frei. So. Pit in this lap. Remember the speed limit. We'll be penalized if we exceed it. Keep that in mind as you approach. Ja. Die Frage ist, geht die Konkurrenz in die Box? Wenn die nicht in die Box gehen, haben wir ein Problem. Wir würden wahrscheinlich sehr weit zurückfallen und den Sieg uns abschwingen können, wenn wir jetzt in die Box gehen und die anderen halt nicht. Das ist es halt. Ich muss darauf reagieren, dass die anderen machen. Weitere Runde Hamilton, wir haben wieder das Beste gesetzt. Die Reifen scheinen so schlecht nicht zu sein. Ja. 7 Runden noch. Sieben Runden noch. Ja, wie gesagt, so schlecht können die Reifen nicht sein. Die laufen, laufen, laufen. Passt auf jeden Fall. Also ein paar sind in der Box, ein Ferrari, ein Williams habe ich gesehen. Also ein paar gehen tatsächlich auf die
in den weiteren Details. Aber nochmal neu. Also soll man draußen bleiben. Es wird da zwar nachgelassen, da war es für trockener, aber ja, es wird zu früh jetzt auf trocken zu gehen. Das sieht man bei den anderen Teams so. Wie sieht auch mein Reifensatz aus? Ja, 37%. Also ich denke, das sollte reichen, um durchzukommen. Also aktueller Vorsprung 5,1 Sekunden, also wir ziehen richtig weg. Und da ist immer gelb. Magnussen. Na, Zeit verloren im letzten Abschnitt. 5,4, aber wir da ein bisschen was rausgeholt. Klar, wenn jetzt ein Safety Car kommen würde, würde ich sagen, komm rein in die Box. Neue Reifen holen, aber das wird nicht kommen. Wir haben hier nur 5 Runden. Ja, wahrscheinlich kein Schuss auf unseren Teamkollegen. Der hat momentan nur auf P5. Wir haben 2 gestartet, wir sind von 3 gestartet. Führen das Rennen momentan. Und da steht das Magnussen-Auto, ja. Der steht immer links. Hier. Wir haben eine neue Bestzeit. Auch dünn, aber sie funktioniert. Also schau mal, sind die Reifen nicht so schlecht. Also läuft. Nur letzte 4 Ründchen. Oh, Alter. Sprit sollte funktionieren. Die Reifen werden sogar mal schneller, also es funktioniert alles noch. Es wird kein Reifenwechsel. Jetzt 4 Runden vorher werde ich keinen Reifenwechsel mehr machen. Es sind zwar ein paar, die es getan haben, aber. Ne,
Wir werden es nicht tun. Bringt nichts. Nochmal eine Bestzeit, aber deutlich an 32,4. Also wenn wir jetzt in die Box gehen würden, wenn wir vor unserem Teamkollegen wieder rauskommen, dann wären wir auf 4. Na, wie gesagt, brauchen wir nicht. Vorsprung vor allem mit 7,4. Ja, wir müssen ein bisschen gucken. Hier soll schon Leute mal 60% die Reifen geplatzt sein. Das wollen wir natürlich verhindern. Also muss ich jetzt ein bisschen aufpassen. Aber die letzten zwei Runden, das sollte reichen. Wenn wir jetzt nicht extrem rutschen. Ja, ja, klar. Das müssen wir noch ein bisschen in der Hand haben. Zwei Runden noch. Also die zwei plus das hier. Also drei noch insgesamt. Aber die Frage ist, ob wir jetzt gleich auflaufen über den Williams. Irgendwann. Aber na, die Frage ist, ob wir da noch rankommen. Und dann müsste es Giovinazzi und Leclerc sein. Also mindestens ein Ferrari da ganz vorne auf dem letzten Platz. Welcher das von den beiden ist, weiß ich nicht. Zwei Runden noch. Gehen wir noch hin. Ja, jetzt, wie gesagt, in die Box zu gehen, wenn die anderen es nicht tun, wäre meiner Meinung nach absoluter Schwachsinn. Klar, hätten wir 30 Sekunden Vorsprung durch die, würde ich sagen, komm rein damit und runter mit den Reifen, aber wir haben halt nur 9 Sekunden. Runde 16 jetzt. Und da haben wir eine Zielzeit liegen lassen nochmal. Das wäre mal eine schnellste Runde geworden. So, dann nächste Woche ist Monaco. Das graube ich jetzt schon davor wieder. Ein Ausfall erst. Prozent auf dem Reifensatz. Die Frage ist, halten die Reifen durch und dann gehen sie mir tatsächlich doch komplett ein noch. Fließt ab Hammer kein. Können eigentlich durchfahren. Und die Konkurrenz scheint das genauso zu sehen. So, letzte Runde. Das Auto muss irgendwie noch halten. Also der Reifensitz muss irgendwie noch halten.
fuel remaining. Naja, ist schon mir schon klar. Also der McLaren davon schon Probleme zu haben, der zweite. Ja, der eine schon auf Platz 3 liegt. Scheint der andere zu kämpfen. ...58% hinten links. So, kurz die letzte Schikane, schön vorsichtig fahren. Bloß nicht irgendwie das Auto kaputt zu machen. Und dann haben wir es. Yes! Durchgehalten. Nice work, that's P1. Race win. Well done. Es war ein großartiges Rennen und eine erstklassige fahrerische Leistung, die Renault heute den Sieg eingebracht hat. Was denkst du, Stefan, was ihnen im heutigen Wettbewerb den Vorteil gegeben hat? Der Zustand der Reifen hat bei diesem Ergebnis eine zentrale Rolle gespielt. Wie immer geht es nicht nur darum, schnell zu sein. Man muss diese Geschwindigkeit auch während eines Stints und über die ganze Renndistanz halten können. Man muss also schnelle Rundenzeiten fahren, sachte steuern und die Reifen schonen. Diese Dinge haben das Rennen heute entschieden. Es ist wieder einmal Zeit für die Siegerehrung und es ist erneut ein deutlicher Sieg für Renault. Das Team hat schon einige Erfolge in der Formel 1 erlebt und heute haben sie wieder einmal bewiesen, dass sie uns immer noch begeistern können. Glückwunsch an alle im Team. Sehen wir uns nun die Fahrerrangliste an. Richter vergrößert den Vorsprung in der Weltmeisterschaft. Wir haben heute einige beeindruckende Talente auf der Strecke gesehen. Stefan, aber wer ist für dich der Fahrer des Tages? Als Fahrer des Tages würde ich vermutlich Lando Norris wählen. Er ist seinem Ruf absolut gerecht geworden und ich denke, dass er zu Recht voller Stolz nach Hause gehen wird. Es ist Zeit, einen Blick auf die Konstrukteursrangliste zu werfen. Die Führung von Renault an der Tabellenspitze wird immer größer. Auch das Team von Mercedes hat sich wieder stark in Szene gesetzt und Boden in der Rangliste gut gemacht. 90 Zehner Vorsprung. Ein weiteres Formel-1-Wochenende zu Ende. Ein Lichtblick sind die Rennen, die noch vor uns liegen. Also seien sie auch bei denen definitiv wieder mit am Start. Genau so ist es. So, das war's aus Spanien. Ein toller Tag. Wie denken Sie darüber? Wir haben Sie wohl alle unterschätzt, nicht wahr? Genau so ist es. Sie haben heute ein paar Kratzer abbekommen. Was meinen Sie, wer die Schuld? Wir sind dann beide. Das war ein gutes Rennen für Lukas. Sind Sie erfreut, dass er so gut... Ja, natürlich kann man ja auch mal loben. Würden Sie sagen, dass Ihr Rivale immer noch auf Ihrem Niveau fährt? Tja, natürlich, Respekt ist immer wichtig. Danke für den Kommentar. So. Hey, Glückwunsch zum Treppchen. Das Dankeschön. Hast du dir verdient. Auf den letzten Runden haben wir in der Boxengasse ganz schön geschwitzt. Und du hast uns die Platzierung nach Hause gefahren. So. Dann nächste Rennwochenende. Das ist auf dem Monaco dann sein. Ja, mit Abstand. Und das sehen wir dann uns nächste Woche an.